fahre gerade den Rechner hoch, warte. Der muss halt echt einmal hochfahren, wenn du die Spiel-Session startest, ne? Das ist enddumm. Hm. Seien Sie noch heute schuldenfrei. Ah, nee, komm. Mom's Birth, auf dem Kalender mal geguckt. Mom's Birthday. Aber ist sich nicht sicher. Ja, mit Fragezeichen, ne? Fragezeichen. Von drei Daten. Katzenbegräbnis, oh, das ist traurig. Ja. Aber vor allem hier. Vor allem Tierarzt. Tierarzt. Cat Funeral. Oh Gott, ey. Das ist tatsächlich so ein bisschen traurig. Oh, ich bin so weit. Und da ist unten die Welt auf so einem kleinen Foto und steht Miss You. Siehst du das? Ist geil. Ich mag den Humor, ja. Okay, ich bin ready. Bist du auch ready? Ja. Wow, nee, warte, raus. Okay, jetzt. Jetzt ist er ready. Ein Herz erfrischendes Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Journey to the Savage Planet. Nefias. Hallo. Ach ja, noch ein bisschen Grog mitnehmen hier. Ja, hab ich auch gerade gemacht. Ich habe jetzt eben auch zu Nefi gesagt, dass das Spiel plötzlich Spaß macht, wenn man Quests macht. Mehr Spaß. Es macht mehr Spaß. Das andere war auch witzig. Das sind halt die wissenschaftlichen Experimente oder wir machen hier. Die müssen wir machen. Und dann noch weiter erkunden. Ich glaube, wir haben schon relativ viel Backtracking betrieben aktuell. Ja, genau. Aber ansonsten können wir halt weitergehen in der Welt, wo wir halt noch nicht waren. Wir haben jetzt diese Magnetschiene und alles. Wir können ja jetzt viel erreichen eigentlich. Ich glaube, wir suchen. Wir haben den Raketensprung, haben wir auch. Lass uns erstmal zu den Bernsteinvögeln. Das ist planetarisches Treibgut. Dann gehen wir zu den Bernsteinvögeln und dann versuchen wir ja. Wir können ja noch mehr Backtracking betreiben. Wir können ja jetzt diesen Rocket Jump. Ne, wir können nicht Rocket Jumpen. Wir können nur dreimal machen. Nee, du kannst doch, wenn du Alt drückst. Ach ja, stimmt ja. Stimmt ja. Tut aber weh, wenn du so landest. Musst du aufpassen. Ist mir egal. Ich lande auf dir. Ging das? Hast du Schaden bekommen? Kein Schaden gekriegt. Okay, hier ist ein Mops-Vogel mit Bernstein. Die soll man mit einer Explosion töten, ne? Aber drei auf einmal. Ja, das wird nichts. Hier ist nur einer, oder was? Ja. Da hinten waren doch noch mehr, ne? Ja. Guck mal, da hinten das kriegen wir jetzt. Da. Das da hinten, das. Ach, das da. Kommen wir von hier rüber? Nee, da müssen wir anders laufen. Kann man hier rüber, wo ich bin? Hopp. Aber das kriegen wir ja jetzt. Das kriegen wir jetzt. Das ist auch hier, wo diese Dinger sind. Wo dieses Zeichen ist. Oh, da kann man. Wie easy das geht. Ja. Das ist cool. Da ist auch noch eine Höhle, wo wir jetzt hin können. Das gibt's auch, oder? Ganz am Anfang haben wir doch auch noch ein Ding. Die Höhle da? Da waren wir noch nicht, ne? Ne, da waren wir, glaube ich, noch nicht. Oh, oh. Nein! Ich hab verkackt. Ah, der verkackt? Ja. Da ist er. Du musst ganz nach oben. Ja, ich habe von unten versucht. Das wäre auch fast gegangen, aber ich habe nicht F getroffen. Hier ist aber auch nur noch ein Leben. Nochmal. Ja, okay. Alles cool. Ein Leben und ein paar Dinger. Guck mal, Goro, da oben. Guck mal da. Da sind Magnetschienen, da ganz weit oben. Ach nee, da oben sind die Pilze. Ah ja, okay. Das ist da oben, da waren wir schon. Da, an den Dingern da? Ja, ich bin da hochgeklettert. Aber doch nicht an den Magnetschienen, da konnten wir das noch nicht. Nee, da war ich nicht. Aber ich bin die Pilze hier hochgeklettert. Ja, die Pilze sind hochgeklettert. Aber ist cool, dass man das von hier unten so sieht. So, sehen wir jetzt noch was in der Ferne, wo wir spontan hin können. Da hinten ist noch eine Schiene. Da weiß ich nicht, ob wir da schon waren. Wir sind da. Da sind wir ja oben gewesen. Da und da. Na, aber da hinten ist eine Schiene. Lass mal da hin. Auf den Vogel. Oh, schade. Wie viel Ausdauer wir schon haben. Ja, das ist. Wir haben schon sehr gut gelevelt, würde ich fast sagen. Ja. Man braucht nicht mal mehr das Hucken.
Dadurch, dass nee, wir zweimal fliegen halt können. Scheiße! Man braucht nicht mehr hooken. Scheiße, weg gesagt. Da war gar kein Hook. Ich bin aber. Hatte aber kein Doppeljump mehr. Da hat Mühe gefehlt, weißt du, beim Doppeljump. Das macht nicht eigentlich solche Geräusche. Mühe hat gefehlt. Ja, die Fische machen immer so Geräusche. Müssen wir da eine Lebenprobe nehmen? Bei den Fischen? Weiß ich nicht. Es wird jetzt explosiv hier. Wo bist du denn jetzt? Ich bin an der Schiene, wo wir hin wollten. An der Schiene, wo wir hin wollten. Ist das hier beim Auge? Aber hier ist nur so ein Level-Up-Ding. Na, dann holst du das. Ja, hinterm Auge ist es. Okay. Erheb's nochmal. Leben. So, das hätten wir. Ja, und nun? Nun? Müssen wir hier die Viecher finden? Ach, die Bernsteinviecher. Würde ich sagen. Die Bernsteinis. Oder? Ja. Das sind Jellywafts. Was war mit den Jellywafts? Was mussten wir damit machen? Da musstest du gar nichts machen, ne? Doch, irgendwas mit der Säure von den Jellywafts was töten. Ich guck nochmal. Da steht: Ätzender Regen trifft zwei Kreaturen mit dem Säureausbruch eines einzigen sterbenden Prime Jellywafts. Ein Prime, also es muss ein roter sein. Okay. Das heißt, die Grünen können wir erschießen. Okay, sonst hätte ich gesagt, hier wäre perfekt, weil da waren zwei Gegner und ein Jellywaft, aber das muss der rote sein. Aber ich habe irgendwo rote gesehen hinten. Ja, hier gibt's auch rote. In die Richtung, genau. Ich glaube, da sind rote in die Richtung. Genau da. Man kann halt auch lange in der Luft bleiben jetzt. Dadurch, dass ich auch hinter dir direkt laufen kann. Hier ist kein roter. Irgendwo habe ich rote gesehen hier. Ich habe auch hier einen roten gesehen. Was, von hier? Warte mal, jetzt sind wir wieder hier. Habe ich von hier rote gesehen? Alt. Und wir brauchen Bernsteinviecher. Warte mal, es gibt doch eine Ecke, wo ganz viele Bernsteinviecher waren, oder? Ja, genau. Aber die haben wir hier zum ersten Mal gesehen. Das heißt, wir müssen irgendwo. Das ist da. Nein, das ist ein roter. Da, in die Richtung. Schieß nochmal? Ja. Okay. Aber ich weiß nicht, ob da noch Gegner sind, die damit sterben können. Ich habe nur den roten in der Ferne gesehen. Jetzt rechts hoch. Oh oh. Ja, oh, fuck. Das war knapp. Das ist, wenn man zu schnell springt und der sich noch nicht aufgeladen hat, dann hast du keinen zweiten Sprung in der Luft. Das ist scheiße. Okay, ja, hier gibt's einen roten, hier gibt's grüne. Ich guck mal. Aber keine Vögel, ne? Das wäre einfacher. Keine Vögel. Ey, geschafft, oder? Er hat sich abgelehnt rechts oben. Ja, tatsächlich, fertig. Ja. Ja, krass. Was müssen wir noch machen? Ich hab die. Weiß nicht. Warte, ich muss mal töte binnen 3 Sekunden 4 Kreaturen mit. Die in Bindegalle feststecken. Ja, das ist. Also 4 Kreaturen in 3 Sekunden oder jeweils eine in 3 Sekunden? Da steht. Töte binnen. Da steht. Töte binnen 3 Sekunden 4 Kreaturen. Die in Bindegalle feststecken. Das können wir das hier vorne machen. Bei euch auch so ein Sturm? Naja, windig ein bisschen, aber Sturm jetzt nicht so. Also ist Sturm. Das können wir hier auf jeden Fall machen. Bindegalle, ja, warte. Das war's wieder. Ciao. Hier sind auch Bernsteinviecher, aber nur 2. Ah, nur 2? Okay. Lass erstmal die Viecher hier oben töten. Ach scheiße, wenn der sich dreht, wird er. Die haben mir gut gegeben, die Viecher. Ja, mir auch.
Okay. So, Bindeg alle. Erstmal Grog. Genau. Drei Stück oder was? Ne, drei Sekunden, vier Kreaturen. Brauchen wir noch einen? Hier drüben sind Bernsteinviecher. Ah, die kriegen pass wir so, auf. Die kriegen wir so schnell nicht gekillt. Nochmal Grog. Haben wir Säure? Können wir die von Säure befreien? Dann werden die aber aggressiv. Hier nochmal Grog. Wieso stehen die beiden nicht auf Säure? Weißt du, warum wir auf Grog stehen? Was? Oh. Ich wollte die von der. Vom Bernstein befreien, aber das hat semi funktioniert. Die beiden haben noch Bernstein an, aber die anderen Vögel sind ja, tot. Ich weiß, es hat semi funktioniert, sag ich ja. Wie funktioniert das auf die Range? Du kannst mit dem Bernstein? Nicht einfach die Viecher killen, wenn wir das wollen. Weißt du, wo wir ganz viele davon haben? Lass einfach ins erste Schneegebiet. Oder? Ja, warte mal, wir müssen eh in das andere. Ich hab verkackt, glaube ich. In das andere Gebiet? Ja. Warte, es gibt ja noch ein anderes Gebiet, wo auch die ganzen Bernsteinviecher sind. Wir können das ja zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen, glaube ich. Meinst du nicht? Vielleicht. Wo komme ich denn hier raus? Wir können einfach zu den Pilzen. Oh, warte, hier sind vier. Okay, warte, Bindegalle. Warum will der keinen Grog hier? Ich hab aber auch keinen Grog mehr. Warte, ich hab Grog. Oh, jetzt Bindegalle. Los geht's! Die sind nicht gebunden. Hat geklappt. Achso, du hast geworfen. Okay, ja, hat geklappt. Ich glaube, die Quests sind noch ein bisschen verbuggt. Die sind ein bisschen sehr großzügig, glaube ich. Habe ich halt geschrien, los geht's. Ich glaube, die sind sehr großzügig, die Quests. Ich glaube also, die sind sehr tolerant. Sehr tolerant. Jetzt müssen wir halt noch die bernsteingepanzerten Mobsvögel killen mit einer einzigen Bombengranate. Ich glaube, dann müssen wir mit nach in ein anderes Gebiet hier. Wir sind erstmal da hinten wieder. Ja. Oh Gott. Oh, man darf nicht zu schnell rennen. Ja, genau, sonst ist er noch nicht aufgeladen. Dann hast du nur einen Sprung in der Luft. Nefitsch. Der lädt sich zwar schnell auf, aber wenn du es zu krass machst. Hier ist Grog. Zack. Grog. Stimmt, habe ich aktuell nicht. Das ist natürlich blöd. War das nicht hier unten? Da kann sein, dass welche sind. Normale Vögel sehe ich. Ne, da unten hier. Hier unten sind ganz viele mit Bernstein. Es stimmt, die haben Bernstein im Kopf. Die müssen mit einer Explosion beseitigt werden. Mit einer, ja. Ich lese nochmal. Mit einer Bombengranate. Ja, das kriegen wir hier hin. Warte, ich werf Grog. Ach, scheiße, das Vieh muss weg. Das Vieh ist weg. Drei Stück oder wie viele? Ja, drei Stück. Na, Mensch. Ich habe keine Bombengranaten. Fuck. Warum habe ich keine Bombengranaten? Ich regel das. Aber die sterben nicht nur durch Bombenexplosion, glaube ich. Du musst die doch vorher von der Scheiße befreien, oder? Ja, scheinbar. Oh, shit, Mann. Ich glaube, die sind immun davon durch. Wieso kriege ich denn keine Bombengranaten? Durch die... Warte. Der hat sich geteilt eben. Ja, die teilen sich, wenn du die abschießt. Aber dann kannst du die nochmal scannen. Ja, genau. Da hinten läuft er. Babushka, Viertel.
Aber haben wir die zweite Phase? Warte mal. Nee, du hast einfach geschossen. Ich meine, ich habe den aber schon mal gescannt. Okay, Mist. Also wir müssen die erst... Wo ist der zweiköpfige Vogel jetzt hin? Ah, du hast ihn. Wie die rumrennen und schreien. Ich krieg halt keine Bombenmunition. Ich hab eine Bombe noch. Wo kriegt man die denn her? Ja, von diesen Bomben-Dingern. Muss ich die ja sammeln raus? Ja, die kannst du da sammeln. Ah. Das Ding ist, ich hab keinen Grog mehr. Ich hab Grog. Ja, dann... Haben wir denn hier noch Bernstein? Da hinten sind zwei. Hier, bei mir sind auch zwei. Nee, ja, meine ich ja, bei dir sind zwei. Da hinten ist einer. Schon weit auseinander. Ja, so schnell kommen die nicht zusammen. Situation hier. Hier ist noch einer. Ah, hier sind Bombendinger, oder? Ist das nervig, wenn du den aufgeladenen Schuss hast? Ja, der lädt, macht dann die ganze Zeit. So, jetzt habe ich zwei Bomben. Warte mal, hier oben sind zwei Vögel. Drei, hier sind drei. Und wir brauchen drei. Okay. Nee, die musst du erst von den Dingen befreien. Ja, du musst erst Säure. Das müssen wir zusammenarbeiten. Ja. Haben wir hier irgendwo Säure? Oh, sie greift mich an. Scheiße. Schmeiß mal Grog. Hat's geholfen? Juckt die nicht. Juckt die nicht. Okay, ich such schnell Säure. Ja. Wo bist du? Ich bin immer noch bei den Viechern, die versuchen mich anzugreifen. Ah ne, jetzt fressen sie es, Grob. Mist. Machen das wie folgt jetzt. Bindegalle. Die sind auch gebunden, ne? Ja. Aber nicht ewig. Ne, ich weiß. Zur Not schmeißt du nochmal eine Bindegalle. Jetzt ist es schon losgelaufen. Ich hab noch einen Grob, kein Ding. Einer ist frei. Einer ist frei? Ja. Schmeiß noch einen Grog. Nee, weißt du was? Wir machen das hier unten. Hier unten sind wieder ganz viele. Oh, ich hab keinen Grog mehr jetzt. Hast keinen Grog mehr? Das ist alles blöd. Pass auf, hier ist ein Teleporter. Warte. Ja, dann teleportiert du dich mal einmal zurück. Dann holst du Grog. Welcher Ort ist denn das hier gerade? Alternder Abgrund ist das. Okay, Javelin Habitat. Und dann ab in die Javelin. Ich hol mal eben Grog. Dann machen wir den Bernstein weg. Dann schmeißen wir eine Bombe auf die. Dann killen wir die. So machen wir das. So. Wo bist du? Haben wir hier viel? Wo denn? Wo wollen wir das machen? Also da drüben sind zwei. Da hinten zwei, laufen drei. Auch noch zwei. Ich krieg jetzt vier zusammen, oder? Okay, ja. Warte. Da sind drei. Hier sind drei. Ja, los. Ja, ich hab Säure nicht, du musst Säure machen. Bombe! Ja, hast nur ein. Nee, du hast nur zwei getroffen. Echt? Ja. Die jagen dich. Okay, die sind jetzt alle frei. Okay, die kommen jetzt hierher. Komm. Schmeiß eine Bombe! Jetzt!
Ja, geschafft. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Für die Wissenschaft. Für die Wissenschaft. Good work. Good work. Oh. Muss das halt die Bombe auf mich schmeißen. Sind die nervig. Ja, die schreien. Ich denke die ganze Zeit, ich werde angegriffen, wenn die schreien. Muss mal ein bisschen leben. Okay, sollen wir das Rätsel hier vorne noch erstmal machen? Wir haben hier noch, guck mal. Hab ich gerade gesehen, als die rumgelaufen sind. Es reicht nicht! Okay, warte, vielleicht von hier. Ja, okay. Oh. Okay, was ist da oben? Weiß ich noch. Ah, so eine Wand zum Explodieren bringen. Warte, mach ich eben. Ah, so ein Tank wieder. Gehst du noch höher gerade oder was ist das? Ich hab's versucht. Okay. So, wir haben auf jeden Fall hier noch so einen Tank gehabt. So, welches Rätsel? Achso, das Bernsteinrätsel. Ja, da brauchen wir Säure oder so. Keine Ahnung. Brauchen wir dafür Säure? Irgendwas war da. Was war denn hier nochmal? Ach ja, da sollten wir die alle zumachen hier, ne? Ja, irgendwie sowas. Oder auf? Auf oder zu? Ich weiß es nicht. Können wir dann, kriegen wir später ein Säure-Dings? Ja, ja, kriegen wir. Zum Werfen kriegen wir. Dann können wir das genau wie mit den Bomben machen. Dann können wir das einsammeln und dann können wir okay. Das selber da drauf. Ja, dann wollen wir das auf jeden Fall später haben. Dann können wir vorher das Rätsel nicht machen. Dann lass zurück in die Javelin. Lass zurück in die Javelin. Und das Zeug abgeben. Und sag, hast du aus Versehen so ein Jump-Pad geworfen? Ja. Hui. In die Javelin. Und dann geben wir unser Dings ab. Und dann kriegen wir das zurück. Unser Upgrade. Okay, ein Upgrade. Hä? Achso. Yeah! Stell dich rein, Nifi. Los geht's. Du darfst das alles wegwaschen. Du fegst das. Du bist mein Klon. So, was gibt's denn? Was ist denn unser... Bester Gebrauchsgürtel. Kann 10 Gegenstände aller Art tragen, können wir bauen. Ja, why not, ne? Und wenn wir noch ein Alien-Dings finden, könnten wir noch einen Bombengranaten-Booster bauen. Nee, weil dann hätte ich nämlich gesagt, machen wir lieber Waffe und dann holen wir uns nochmal irgendwas hier. Wir können auch Vierfachsprung machen, wenn wir noch ein Alien... Also wir müssen Alien-Legierung finden. Wir können auch krasse Sachen bauen, ne? Wir können auch einen Vierfachsprung bauen. Schneller tanken. Warten ist für Verlierer, springe häufiger. Das wäre, glaube ich, das Richtige für uns. Wir können so viel machen, ne? Mhm. Wenn wir Alien-Legierung hätten. Holen uns erstmal hier das Upgrade. Okay. Wir haben doch ein Alien-Legierungsradar in Dings gehabt, ne? Mhm. Jetzt können wir erstmal 10 Grog mitnehmen zum Beispiel und so. Schneller Tank. Boah, 10 Sachen. Das ist nice. Kraftstoffdetektor. Boah, wir brauchen Alien-Legierung. Wir brauchen Alien-Legierung. Das holen wir uns nächstes Mal, würde ich sagen. Ich würde sagen, vielen Dank. Boah, 10 Rob, Alter. Okay. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Haut erstmal rein.